Wer zweimal mit derselben pennt, macht daraus ein TV-Event. 68 und die ungeahnten Folgen. Wir erinnern uns. Big Brother. A very tiki tomba. Der absolute Tiefpunkt an Volksverdummung und Banalität, dachten wir. 1968, der absolute Höhepunkt an Gesellschaftskritik, Bewusstseinsbildung und Politisierung, dachten wir bisher auch. Dialektik ist, wenn Gegensätze aufeinander prallen und Neues entsteht. Altkommunade Rainer Langhans mit seinem Harem. Die Revolution für eine Frau zu verraten, sei immer gerechtfertigt, fand er schon damals. Zusammen mit seinen langjährigen Haremsdamen hat er jetzt ein Experiment gewagt. Vorbild Big Brother. Eine echte Revolution. Also im Prinzip war es eine Müllverbrennungsanlage. Isolationsfolter. Platzangst. Crashkurs. Das Private ist das eigentlich Politische. Ich muss sagen, ich habe meine Identität, meine alte, ein Stück weit verloren. Ich bin heute in den Park gegangen und wusste auf einmal nicht mehr, wer ich bin. Dann bin ich noch mal zurückgegangen in die Wohnung und dachte, vielleicht steht sie da rum irgendwo. Vier Zimmer, Küche, Bad in München-Schwabing. Hier waren sie 7 Tage lang eingesperrt, von 9 Kameras rund um die Uhr beobachtet. Kommune, 5 Frauen und ein Mann heißt die Show, die die Kabelsender TV Berlin und TV München ab nächsten Freitag 2 Wochen lang ausstrahlen wollen. Täglich 1 Stunde lang Big Brother für Abiturienten. Langhans auf dem langen Marsch durch die Kabel. Kanäle. Das ist die große kommunikative Maschine. Wir sind noch nicht so weit, dass wir ohne Maschinen so wunderbar kommunizieren. Das war nur 68 ganz kurz. Und wir werden jetzt diese Maschine bedienen. Und so sieht das dann aus. Dann hätte er sich doch gar nicht im Körper inkarniert. Ach, das ist doch die alte Frage, die ist doch langweilig. Kommune intim vor großem Publikum. Wenn man es recht bedenkt, eigentlich nichts Neues. Hier in Langhans Kommune K1 galt schon 1968, das Private ist politisch. Und darum muss es in die Medien. Fotos wie dieses wurden zu Markenzeichen der Bewegung. Und während Dutschke und Genossen gegen Bild und Springer Sturm liefen, hatte Langhans den Mehrwert des Boulevards längst erkannt. Die Springer-Presse damals, das waren auch keine Heiligen, mit denen wir da faktisch zusammengearbeitet haben, könnte man fast sagen. Aber die haben eine Menge für uns getan. Und ohne die hätte es auch damals diese Kommune in der Form mit diesen paar Hanseln natürlich gar nicht gegeben. Wie bitte? 68 bedankt sich bei Springer? Wir lernen dazu. Erstens, geh in die Medien, sonst gibt es dich nicht. Ja, soll man das jetzt alles nochmal auswühlen? Das ist ja auch blöd. Ja, ein bisschen kann man es schon. Zweitens, es gibt keinen richtigen Abfall im Falschen. Na, mach mal, Mädchen. Hier zusammen, sondern getrennt natürlich. Mülltrennung heißt das. Ach. Das nennt sich erstmal Unterhaltung und wird von Intellektuellen natürlich beargwöhnt. Es ist aber in Wirklichkeit eine Aneignung dieses gigantischen Mediums, das damals 68 ohne Technik bereits in einem großen Ekstase-Erleben vorkam. Nämlich, wir sind alle eins, wir sind ein Global Brain, wir sind eine große Gemeinschaft von Liebenden. Und da niemand so etwas transportieren wollte, sondern nur ein kleiner, dreckiger Stadtsender, der wirklich nichts zu verlieren hat, haben wir uns eben tatsächlich mit ihm zusammengetan. Unser Produktionsteam hatte lediglich 2 Vorgaben. Zum einen zu zeigen eine alternative Lebensform und zum anderen das eher spartanische Leben von Guru Langhans, der ja, wie er uns selbst sagte, sich fast ausschließlich von Kartoffeln ernährt. Ach so. Wir stellen fest, die Kommune im Kabelfernsehen ist die konsequente Aneignung der Produktivkräfte für den medientheoretischen Diskurs der Avantgarde. Oder so? Jedenfalls keine Kuschelecke ohne Überbau. Endspurt. Und da meine ich, sind das eben Experimentallabore eines morgigen Lebens, so wie es die Kommune damals war, innerhalb der Studentenbewegung noch völlig singulär. Und das hat sich eben in meinen Augen im Gegensatz zu den ganzen Gewaltgeschichten von 68 wirklich durchgesetzt heute. Für mich ist das als jemand, der das damals eben mit angestoßen hat, ein gigantischer Erfolg. Ich bin ein Gewinner der Geschichte. Der Hauptgewinn, ein Harem von 5 Frauen, die auch das wirkliche Leben mit ihm teilen. Könnte, damit du richtig zurückbrechen könntest. Mein Vater hat mich nie geschlagen, Rainer. Ich glaube, da verdrängst du was. Nee. Wenn du dir so viel eingebildet hast, was du schon alles hier gemacht hast.
Dabei habe ich Rainer gekannt, eh dein dicker Arsch aufgekreuzt ist. Mit dem Scheck jeden Monat auf dem Konto kann man hier große Töne spucken. Ja, und du wolltest mit allen rumficken und nicht die Arbeit machen, die ich gemacht habe. Wir stellen erleichtert fest, so viel haben wir ohne Harem in den letzten 35 Jahren vielleicht doch nicht verpasst. Aber die Avantgarde hat das Diskutieren nicht verlernt und wir freuen uns, dass sie über die Jahrzehnte ein neues Ziel gefunden hat, für das es sich zu kämpfen lohnt, die Revolution des Rentnerdaseins. Was sind die neuen Vorstellungen? Wir haben ja die Jugendkultur erfunden. Nicht? Gab ja da bis dahin. Jeder wollte nur erwachsen werden, weil davor gab es kein Leben. Und jetzt geht es darum, auch das Altern zu empfinden. Wir wollten aber nicht alt werden. Der lange Marsch ist lange nicht vorbei. Und wer die Haremsshow im Kabelkanal für TV-Trash hält, der hat mal wieder gar nichts verstanden.